ihr Lieben, lasst uns die Herbstdeko einläuten. Und ja, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten. Und heute geht die Farbkombination ganz nach diesem Kürbis. Das ist so ein Muskatkürbis. Da werden wir so Rosttöne mit Grau-Silber kombinieren. Hätte ich wahrscheinlich vor ein paar Jahren oder letztes Jahr noch gar nicht gemacht. Aber der Kürbis gibt wirklich die Farbkombination vor. Ich würde sagen, ich lege mit den Materialien los und dann zeige ich euch, was wir heute Schönes zaubern. Dieses bräunliche Gras, Sedum, Ayuga, Stacheldraht, Silberblatt, Heucharis, ein kriechenden Sedum, wunderschöne Muskatkürbisse und ein paar Dekosteine und nicht zu vergessen einen ganz tollen Topf. Diese Deko, die ich jetzt mache, bietet sich allerdings auch in einer flachen Schale sehr gut an. Dann würde ich allerdings das Gras weglassen, dass man so ein Potpourri kreiert. Jetzt werde ich das erstmal füllen mit Hypostein. Das geht auch schneller. So, füll das gut ein Drittel. Und dann werde ich das erst mit ein bisschen Blumenerde auffüllen. Wichtig ist, dass ihr vorgedüngte Blumenerde nehmt, damit die Pflanzen auch gut ankommen. Und dann positioniert ihr erst die Pflanzen, wie ihr das gerne reinsetzen möchtet. Ich möchte, dass das so ein bisschen weiter hinten ist. Dann habe ich ein bisschen Höhe mit dem Sedum dazu, damit oben sich auch ein bisschen was abspielt. Dann natürlich ganz wichtig der Heucharis, einfach wegen dem Farbverlauf, wegen dem Farbspiel. Ich mache auch ein bisschen was mit Stacheldraht, weil da werde ich später die Kürbisse reinsetzen. Hier und da ein bisschen Silberblatt dazu. Also wie gesagt, es macht einfach Sinn, wenn ihr etwas pflanzt, dass ihr wirklich vorher die Pflanzen ein bisschen positioniert. Und dann kann man das ganz toll eigentlich machen. Hier kommt natürlich Kürbis. Und dann habe ich diese hier. Die setze ich allerdings hier nach vorne hin. Die finde ich sonst auch sehr, sehr schön. Der rankt später so ein bisschen rüber und der blüht ganz toll und im Blau. Und wie ein Florist das natürlich immer macht, wird der ordentlich gefüllt, die Schale. Ich würde sagen, ich pflanze das erstmal und dann dekorieren wir das aus. Ich finde die Bepflanzung sehr, sehr schön und wie gesagt, ich zeige euch nochmal diesen Farbverlauf. Hier ist so ein bisschen dieses Grau, dann dieses Rostige und das geht sehr, sehr gut mit diesen Farben. Jetzt habe ich noch ein bisschen die hier mitgenommen, damit sie noch ein bisschen rankt und ihr seht, hier vorne habe ich noch eine Spitze freigelassen. Ich habe das jetzt natürlich floristisch sehr voll gepflanzt. Mir könntet auch ein, zwei Pflanzen weniger nehmen. Im Winter zieht sich allerdings der Sedum zurück. Also man konnte stattdessen auch eine Winterheide nehmen. Dies ist wirklich eine reine Herbstbepflanzung. Die sollte eigentlich schön aussehen, so bis Mitte November. Und dann könnt ihr es natürlich ersetzen und die restlichen Pflanzen im Garten pflanzen. Jetzt hatte ich in dieser Ecke hier vorne ein bisschen Platz, hatte ich gesehen. Da passen einfach diese naturfarbenen Steine sehr, sehr schön. Man kann das natürlich auch einfach mit Rindenmulch oder mit Moos machen. Ihr seht, Leute, so ganz bin ich auch noch nicht da. Und ja, der Herbst, der hat einfach so viele Farbpaletten, was das angeht. Man kann was mit hellen Farben, mit Bärentönen. Nur ich wollte euch gerne zeigen, dass es auch mal ein bisschen anders sein kann, so eine Bepflanzung. Hier setze ich jetzt zum Beispiel einfach zwei dicke Kürbisse drauf und dann habt ihr eigentlich eine ganz, ganz tolle Dekoration. Ich wollte ja erst noch ein Stacheldraht reinsetzen, aber das wurde mir dann doch eine Nummer zu eng. Hier hinten habe ich auch noch ein Stacheldraht. Da polstere ich jetzt auf jeden Fall den nächsten Kürbis rein und dann habt ihr eine ganz, ganz tolle herbstliche Bepflanzung. Mal gucken, lässt sich noch tragen. Oh. Der kann gleich im Laden. Und jetzt zeige ich euch, dass ihr das auch ganz einfach, ich meine, groß geht immer, klein geht natürlich auch. Und da habe ich auch noch ein bisschen was mitgebracht, dass man sowas halt auch in diesem Farbverlauf mit Schnittblumen machen kann. Und da habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen, ja, ein bisschen von dieser Gerste.
mitgenommen. Das ist ja so ein bisschen in diesem hellen Farbton. Das drehe ich jetzt einfach so rein und quetsche das auch einfach nur so rein. Nichts Besonderes. Ich glaube, das kriegt jedermann hin. Das kann man natürlich auch mit Knöterich machen. Mir geht es einfach darum, dass ich jetzt nicht eine direkte Deko in der Schale reinmache, sondern wirklich nur eine sehr, sehr schnelle Deko. Habe hier jetzt einfach ein Teelicht oder ein Glas, was ich hineinsetze. Das fülle ich eben mit Wasser. Blumen sollen ja immer mit Wasser versorgt werden. Reicht's noch? Ja, reicht noch, genau. Und da habe ich jetzt auch, wie in der Bepflanzung, ein bisschen Sedum. Also das könntet ihr rein theoretisch auch aus der Pflanzschale rausnehmen. Habe ich hier noch ein Messer. Also irgendwie haben wir immer Werkzeugmangel. Naja, ist das bei euch auch so oder habt ihr immer alles auf eurem Plätzchen? Aber dann seht ihr, ich bin manchmal auch ein bisschen chaotisch. Dann habe ich hier wunderschöne Dahlien, die haben so ein bisschen rosafarbenen Rand. Die setze ich da ganz kompakt einfach hinein, ein, zwei Stück. Dahlien sind auch immer sehr, sehr schön. Die gibt es auch in diesen Rosttönen. Der fehlt mir jetzt ein bisschen, deswegen könnte man die jetzt auch direkt von der Pflanze einfach ein, zwei abschneiden. Und das Besondere ist wirklich, schaut mal, ist die Rückseite ist so ein bisschen lila-bärig und das ist wirklich so rostig. Und das macht das halt wirklich so besonders, dass es halt wirklich so farblich ein bisschen schimmert. Die setze ich dann einfach hinein. Und dann nehme ich auch noch ein bisschen von dem Silberblatt. So, et voilà. Könnte man auch noch ein, zwei Stück nehmen. Die werden, momentan nutzen wir Silberblatt auch sehr, sehr viel für Brautsträuße, um diesen silbernen Charakter oder dieses Blau-Graue hineinzusetzen. Eigentlich sehr, sehr cool. So, müsst natürlich lang genug die Stücke abschneiden. Dann habe ich hier noch mitgebracht ein bisschen von dieser Schneebeere. Die kennt ihr wahrscheinlich von früher. Da nehme ich ganz gerne die Blätter von ab, damit man einfach diesen Charakter hat, ohne grün zu arbeiten und wirklich diesen Farbverlauf hat. Ohne grün, sondern eher dieses gräuliche, rostige. Ja, schneiden wir, ups, noch mal ein bisschen kürzer. Ich will euch hier eine 30-Sekunden-Deko zeigen. Jetzt seht ihr, das dauert dann doch alles noch ein bisschen länger. Wichtig ist natürlich in die Vase hinein. Ein Heuchera-Blatt nehme ich noch dazu. Und dann haben wir auch eine sehr, sehr schnelle Dekoration für den Tisch fertig, wenn mal Gäste kommen. Vielleicht, dass ihr auch vieles aus dem Garten nehmen könnt. Statt den Dahlien vielleicht auch eine schöne Rose, die noch da ist. Ja, das ist es soweit von mir. Ich hoffe, euch gefällt diese kleine Herbstinspiration. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne liken. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und bis bald. Ciao! Ich mache hier gerade noch ein Stillleben. Wenn ihr auch noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt einfach hier unten. Und wer noch kein Abo hat, aber gerne Dekorationsideen sehen möchtet, dann klickt einfach hier oben zum Abonnieren.